Und da sind wir auch wieder zur erstmal letzten Folge für heute mit Let's Play Star Wars The Old Republic. Und wir werden jetzt noch das Blutvermächtnis zu Ende machen. Und ja, auf jeden Fall sehr Dremel, muss ich schauen, was ich mache. So, wir finden noch Silence. Aber wo ist der? Das hier rein. Wo ist der letzte Aufseher? Oh, das ist schon nicht wert. Scheiße. Willst du mich verarschen, Spiel? Gut. Wo ist der andere Lord? Der ist draußen. Ich zeig's draußen an. Gut, dann gehen wir mal raus. Beenden die Quest. Da muss ich mal schauen, dass ich mich noch level offline, dass ich den aus der Treppe umbringen kann. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Da mal lassen von den Planeten runterkommen. Dieser öde, trockene Klumpen Fels im Weltraum. Guck mal hier, da sieht man sogar noch zwei andere Planeten. Mann, sind die zusammen krachen, ist es aus. Gut. Wo ist der Arsch? Da. Ach, nee, ja, da war ich doch vorhin schon richtig. Och nö. Oh, das gibt's nicht. Bist du den ganzen Weg umsonst gelaufen oder was? Oh, das ist fies. Das ist jetzt richtig fies. Und für euch scheiße, weil ich den Weg im Sommer laufen muss. Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt. Oh. Naja, was soll's. Da sehen wir nochmal die Strecke hier, auch wenn es langweilig ist. So, Tal der dunklen Lords. Klingt gefährlich. Als Akolytenanwärter hier. Schau, wie der aussieht. Als Luschen. Ach, hier steht er doch. Gott. So. Gib mal deine Werte, danke. Wunderbar. Ich kehre zurück, richtig. Das mit dem Blutvernächtnis, glaube ich, das Riesenvieh, was dann aus der Blutgrube kommt, ist auch ein Löffel 8, glaube ich. Oder Level 7. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber die Mission wäre auch besser, wenn man sie zu zweit macht. Ich habe schon viele Let's Plays gesehen, da haben Let's Player die wirklich zu zweit gemacht. Ich nehme schon an, aus dem Grunde, weil es nicht einfach ist. Und so werde ich es auch machen. Ich werde auch hier mal im Chat einfach mal schreiben. Ja, allgemein Chat, das Hune, ne? Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, das mit mir macht, die Quest. Wäre geil, wenn ja. Da hätte ich schon mal, vielleicht sogar, wenn man der mit mir fest spielen würde dann. Vielleicht sogar mit das zugelfer machen würde. Das wäre dann echt genial. Das würde mich richtig freuen. Aber das sehen wir dann erstmal. Das werde ich dann offline machen. Und dann im nächsten Video werdet ihr erst sehen, ob ich einen Kamerad an meiner Seite habe, der ein Together mit mir macht. Und ja, ich denke mal, ein Let's Play Together organisiert euch bestimmt mehr, als wenn man es alleine spielt und alleine quatscht. Weil wenn man noch jemanden hat zum Quatschen, hat man auch bessere Gesprächsstoff. Ich denke mal, das werdet ihr kennen aus anderen LPTs. Und ja, so möchte ich es eigentlich auch gerne machen. Daher,
Auch die Umfrage in jedem Let's Play. Tretet näher. Ich nehme an, ihr habt die Aufgabe für mich erledigt. Immer. Ich werde das Holocron jetzt an mich nehmen. Jetzt wollen wir sehen, wie rein das Blut eurer Aufseher ist. Wir müssen endlich wissen, wie viel vom Erbteil der Alten noch in ihren Ahnen fließt. Aber natürlich, nur zu. Ihr macht euch über die Quellen eurer eigenen Macht lustig. Wie erbärmlich. Das Holocron. Es leuchtet weiß. Es gibt kaum noch Sith-Blut in der Akademie. Und nur ein einziger Aufseher trägt die roten Abzeichen. Es ist eine Schande. Ich werde dem Rat der Sith hiervon berichten. Wenn die wahren Sith überdauern sollen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Ihr müsst ja außer euch sein vor Furcht, dass die wahren Sith aussterben. Ich fürchte für die Gesamtheit der Sith. Und ich ehre die Vorfahren, die mir ihre Kraft verliehen haben. Ihr habt mir gut gedient. Es ist zu spät für mich, eure Ausbildung zu verändern. Aber in Zukunft werden Akolyten vielleicht vor den reinblütigen Knien. Puh! Was ist denn das? Ah. Soll ich mal anlegen? Perfekt. Ich halt immer stärker und stärker. Was ist das? Also ja. Und das war... Alles klar. So, die Regatta, die war... Ja, ne? Nee, ist ja falsch. Regatta, die war doch... Achso, Meister Drehme war auch noch. Auf den habe ich überhaupt keinen Bock. Das war auch da. Gut. Ich war schon richtig. Da lang. So. Die Richtung. Aber ich habe mal ganz kurz den Chat. So, ich glaube, ich habe jetzt schon mal jemanden zu spielen. Juhu! Mal schauen, ob er antwortet. Vielleicht kann ich die jetzt sogar noch in ein Nachhörvideo machen. Und ja, jetzt habe ich dann jetzt so schon einen Together-Freund. Mal schauen, was er sagt. Nö. Nicht flüstern. Weg. Ja. Ich lade meine Freundschaftsliste ein. Wird vielleicht auch gefallen. Wo habe ich da mal hier stehen? Warte, beantwortet und vielleicht sehen wir uns dann doch noch in einer Folge Star Wars The Old Republic wieder. Wenn nicht, sage ich jetzt Ciao mit V und bis bald in den nächsten Folgen Let's Play Star Wars The Old Republic. Euer LP Gamer Steffen. Ciao mit V. Bye.